Hallo, in diesem Tutorial geht es um Akkordfärbung. Das Stück, das ihr im Hintergrund hört, besteht aus solchen Akkordfärbungen. Die sicherlich gebräuchlichste Akkordfärbung ist C7. C ist der Akkordbuchstabe, der selbstverständlich durch jeden anderen Akkord ausgetauscht werden kann. Hier ein Tutorial zu Akkorden, wer noch nicht genau weiß, was Akkorde sind. Die Ziffer ist der Abstand oder der Intervall vom Grundton aus, in diesem Fall 7. 7 Tonschritte von C aus, also B. Hier nochmal ein Tutorial zu Intervallen. Wenn also in einem eurer Songbücher C6 steht, bedeutet das nichts anderes als C-Dur, also C, E und G, plus 6 Tonschritte über C, also A. Schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Ein Akkord dieses Stückes ist A-Moll 7-9. A-Moll wäre also der Grundakkord, bestehend aus A, C und E. 7 und 9 sind die Tonschritte vom Grundton aus, also hier von A aus. Also 7 Tonschritte über A-Moll und 9 Tonschritte über A-Moll. A-Moll 7-9. Gelb dargestellt ist, wie man hier sieht, eben der Grundakkord, also in dem Fall A-Moll. 7 und 9 sind also die Tonschritte, 7 und 9 Tonschritte über A, dem Grundton A. Ein anderer Akkord wäre D7-6-9, also auch hier wieder gelb dargestellt. D-Dur, bestehend aus D, Fis und A, hier hellblau. So, 7, 9 und 6 wären die Tonschritte über D, dem Grundton D. Also 7 wäre die Septime, dann wie gesagt 9 Tonschritte, E in dem Fall, C wäre die wären 7 Tonschritte, 9 wären eben E wäre der 9. Tonschritt. So, dann hätten wir dann, wie gesagt, H wären 6 Tonschritte. H, diesmal kennen wir erst ein Blues-Schema hier, das ist dieses typische Blues-Schema, ne? Bestehend aus einer Sechste oder 6 Tonschritte über dem Grundton D. Dann hätten wir als weiteres Beispiel G-Moll 7-9. G-Moll 7-9, also auch hier wieder dargestellt, der Grundakkord G-Dur, bestehend aus G, H und D. Das wäre also der Grundakkord G, H und D. So, und dann natürlich wieder die Tonschritte, einmal 7 Tonschritte über G und natürlich 9 Tonschritte über G. Also 7 Tonschritte und 9 Tonschritte. Das wäre also ein A. Ein Fis und ein A. Ein weiteres, etwas komplizierteres Beispiel wäre E11. E11 bestehend aus E7, 9 und 11. Die Schreibweise ist natürlich unmöglich, deswegen sagt man immer E11. Natürlich auch hier haben wir wieder den Grundakkord E-Dur, E, Gis und H. Das wäre also der Grundakkord, hier rot dargestellt. So, die Septime wäre dann D. D wäre die Septime. Fis wären 9 Tonschritte über E. 9 Tonschritte über E. Und natürlich haben wir dann, wie gesagt, 11 Tonschritte. Das wäre A. A wäre der 11. Tonschritt über E. Ja, und wie gesagt, es ist gar nicht so schwer. Man muss es sich nur mal klar machen. Wie gesagt, den Akkord kann man ja auch als Umkehrung spielen. Hier nochmal ein Ding zur Umkehrung. Sprich also, man kann einen Ton entweder eine Oktave höher oder eine Oktave tiefer spielen, je nach Umkehrung. Daher ja, sieht das hier auch so wahnsinnig kompliziert aus, ist im Prinzip aber recht einfach.
So, und jetzt zum Schluss also das Stück, was ihr zu Anfang gehört habt, langsam gespielt. Der Grundton wird immer mit der linken Hand gespielt. Ansonsten seht ihr hier die Akkordfärbung eingeblendet. Viel Spaß beim Üben. Und last but not least, das Stück nochmal in voller Länge. Hier spielt die Hand etwas komplizierter. Ihr müsst die linke Hand nicht so spielen. Es reicht, wenn ihr mit der linken Hand den Grundton spielt. Ansonsten habe ich euch hier nochmal die Akkordfärbung auch aufgeschrieben, sodass ihr euch einfach mal klar machen könnt, was sind Akkordfärbungen. Wie gesagt, schaut euch nochmal die Grundakkorde an, und dann zählt nochmal aufwärts, je nachdem 6, 7 und 9. Das sind ja so die Tonschritte, die ich jetzt hier angesprochen habe. Also 6, 7 oder 9 oder eben 11 Tonschritte über den jeweiligen Grundton des Akkordes aus, ne? Ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Und schaut euch ruhig auch nochmal unsere zahlreichen anderen Clips hier auf dem Channel KeyPiano an. KeyPiano bringt Theorie und Praxis zusammen. Auf KeyPiano spielt ihr nicht irgendwelche Songs nur einfach stupide runter, sondern hier lernt ihr, warum das Stück so klingt, wie es eben klingt. Dabei wird geklärt, was ist Dur, Moll, Umkehrung, Intervall, Akkordfärbungen, Skalen. Auf Key Piano wird Licht ins Dunkle gebracht. Naja, viel Spaß auf Key Piano.